Ja, ich kämpfe aktuell auf mehreren Fronten, beziehungsweise jetzt noch nicht, aber in wenigen Sekunden, meine Damen und Herren. Denn ich habe weiter gescrollt in den Kommentaren. Ne? Ja. Und kurz knapp unter dir, wenn Sie mal bitte schauen, da stand dann auch ein Kommentar. Ja, jetzt, wo haben wir ihn denn? Stopp, da oben. Und zwar von Kick. unter dem Kaufland-Video. Da stand ein Kommentar von Kick. Und da steht, wir könnten auch mal einen neuen Werbesong gebrauchen. Und ich weiß nicht, wie Sie das empfinden, aber für mich ist das eine Bestellung. Oder? Das ist doch eine Bestellung, oder? Und jetzt, meine Damen und Herren, haben wir, also ich habe aufgehört, hier war es ein bisschen anders. Normalerweise schreibe ich erst den Song. Und dann kaufe ich die Klamotten für das Video. War aber hier keine Zeit. Ich habe erst die Klamotten für das Video gekauft und dann den Song geschrieben. Deswegen könnte es sein, dass sich im Song eine Bild-Textschere ergibt. Ja? Also dafür schon mal Entschuldigung. Aber ich glaube, er ist mir sehr gut gelungen. Und sowohl Text als auch Musik sind vom Feinsten. Diesmal habe ich keinen Rap gemacht. Mhm. Ja? Also nicht so Diss-Rap-mäßig, weil ich finde, zu Kick passt eigentlich besser. Geiler Schlager, liebe geile Schlager-Community. Ja. So, und hier ist sie, meine Damen und Herren, die Weltpremiere des neuen, von Kick bestellten Kick-Songs. Bitteschön. Ja, in Bangladesch gibt es kein Mindestlohn, darum ist's bei Kick so günstig. Da wird genäht, gefärbt bis in die Nacht und eine Hose kostet 1,50. Auch wenn die Buchse klemmt und der Reißverschluss ist schon am zweiten Tag im Arsch. Bei Kick, da ist das Motto, dass du aussiehst wie ein Otto. Auch deine Freunde kaufen hier und sehen genauso scheiße aus wie wir. Hey, es gibt kein Mindestlohn in Bangladesch. Es gibt kein Mindestlohn in Bangladesch, Bangladesch. Gar nicht so schlecht. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Dankeschön, Dankeschön, vielen Dank. Dankeschön, Dankeschön. Was soll man da sagen? Kick hat bestellt, ich habe geliefert. Ja? So, liebe Kick-Freunde, wenn ihr den Song bei euch auf der Webpage benutzen wollt oder bei Instagram Rechnung kommt, ja? Geht natürlich nicht umsonst, war eine Bestellung, oder? Du machst das für Kaufland ja auch nicht umsonst, oder? Nee. Was kriegt man für einen so einen Kaufland-Rap? Ah, du weißt doch, Stefan, da darf ich leider nicht drüber reden. Da darfst du leider nicht drüber reden. Ach so, ach so, ach so. Du kannst mir nachher mal einen Tipp sagen. Aber also, wieso interessiert dich das? Hast du auch nee, interessiert mich, da würde ich hier, würde ich das Hundertfache jetzt bei Kick nehmen. Das ist ja der Spar-Rap bei dir. Ja. Also gerne, ruft an. Ne? Und Rechnung folgt. Grundsätzlich, wer gerne einen Song haben will über seine Company, der kann bei mir bestellen. Ja? Und ich liefere, Sie haben es jetzt zweimal bewiesen, besser kann man es ja nicht machen. Ne? Aber bitte, liebe Firmen, ruft mich an, ja? Oder schreibt mir eine Mail. Ja, aber bitte nur Firmen über 1 Milliarde Euro Jahresumsatz. Nicht so kleine, ja, nicht so kleine Nuckelbuden hier von Frank Thelen oder so. Eine richtige, wir wollen richtige Firmen. Ich habe auch schon ein paar Songs gemacht, sind schon fertig. Die Veröffentlichung weiß ich noch nicht ganz genau, aber hier Burger King, Primark, Subway, Aldi, Mercedes und so. Ich habe schon Songs fertig für euch. Und das Tolle ist, ihr könnt die jetzt schon kaufen, ja, und dann könnt ihr über die Veröffentlichung selber bestimmen. Wenn der Preis stimmt, ne? Natürlich nur.